der Lehrgang ist wieder zu Ende. Einige Absolventinnen zeigen Ihnen nun einen Überblick über die Ausbildung zur Tierkinesiologin und Tierenergetikerin. Und die Frage von der Besitzerin war, oder das Anliegen und Symptom, also er ist immer sehr nervös und sehr aufgedreht, schlecht zum Beruhigen. Wenn es mit ihm Gassi geht, ist er sehr misstrauisch gegenüber Leuten, speziell Männern und Kindern. Dann habe ich zur Blockadenlösung jetzt bei ihm, also das Element Feuer macht, Aktivität und Spielen halten. Der Hund will einfach spielen, spielen, spielen und er möchte gefordert werden. Mein Name ist Christa Kellenberger. Ich habe 7 Jahre Erfahrung im Tierheim gesammelt und habe eine Möglichkeit gesucht, um diesen Tieren energetisch zu helfen und habe diese Hilfe jetzt in meiner energetischen Ausbildung zur Tierkinesiologin gefunden. Ich biete erwachsenen Tierhaltern von Hunden und Katzen und kleinen Tieren Methoden und Möglichkeit zur Harmonisierung und Heilwerdung von Ihrem Liebling an. Rufen Sie mich bitte an oder schicken Sie mir ein E-Mail. Angeblich soll er bösartig sein, sie kann das jetzt nicht so feststellen, aber nur wenn er Angst hat, bellt viel, fragt sie, was ihm zugefügt worden ist. Und so schau mal bei den Meridianen, welcher die Untergänge die hat, das war der Dickdarm, da ist dann Überlebensangst gekommen. Ja, dass er sich halt total wertlos jetzt fühlt und hoffnungslos und ja, er hat eigentlich so überhaupt keine Hoffnung, dass er nochmal an einen Platz kommt und wo er bleiben kann. Und jetzt habe ich als Ziel nochmal sein Urvertrauen ist gestärkt und habe dann die Aura gereinigt und habe mich halt aufs Wurzelchakra konzentriert, weil ich mir gedacht habe, da ist auch so viel Unsicherheit, dass man da von Grund auf was macht für ihn. Gesundheitsfäden sind mir auch irgendwie so ganz eng anliegend vorgekommen, so ganz zusammengeknautscht. Ich habe dann bei der Nahrung geschaut, da braucht er Omega-3-Fettsäure und Vitamin A. Und da ist gekommen, dass er gerne eine gelbe Decke hat, die was aber nur ihm gehört, wo sich kein anderer Hund drauflegen darf. Und die was er, wenn er nur mehr Platz kriegt, dann mitnehmen darf. Mhm. Hat mir geschrieben, wir vermuten, dass Isabella schlecht oder überhaupt nicht hört, keine Reaktion bei Geräuschen wie Latschen in ihrer Nähe. Außerdem hat sie Probleme im Rücken und mit der Verdauung. Und was kann noch zu deinem Wohl beitragen? Dann haben wir noch für den Magenmeridian NLM gemacht, auch nochmal zur Stärkung. Und dann war die Blockade für den Magenmeridian in Bezug auf die Ohren gelöst. Und dann bin ich auf die Verdauung eingegangen. Da ist dann rausgekommen, dass die Gesundheitsfäden und die Aura Reinigung gemacht werden muss, die habe ich gleich gemacht, da ist es dann gleich besser gegangen. Und für den Horn war dann die Bachblüte Nummer 37, das ist die Wildrose. Ich, Lisa Lamprecht, Tierliebhaberin mit Leib und Seele, helfe Tieren, glücklich und gesund zu bleiben. Sie wollen ein glückliches und gesundes Tier? Dann kontaktieren Sie mich per Mail oder Telefon. Danke. Und das Thema ist bei Ihrem Angst bei Neuem und Unbekannten, speziell bei Hallen, öffentliche Verkehrsmittel und oft auch andere Hunde. Weitere Punkte waren noch gewesen, wieso wird das Trockenfutter so vehement abgelehnt, akzeptieren von Ruhephasen oder verboten und Schmutz auf der Straße fressen tut auch sehr gern. Was mir bei ihrem Kleiner aufgefallen ist, also wie ich mich so auf ihrem konzentriert habe, also dass da so ein richtiger Energieschub reingekommen ist und der aber dann plötzlich so zusammenhochen ist. Gell. Das Ziel ist bei ihm, also, dass er angstfrei ist und dass er vor allem die Sicherheit kriegt. Er hat so viel Positives und würde es erleben, aber er kann mit der vielen Energie dann nichts anfangen. Und deswegen habe ich dann auch geschaut, dass es ein bisschen verkleinert mit Blau.
Kinesiologie kann keinen Arzt ersetzen, ihn jedoch sinnvoll ergänzen. Damit wird der Heilungsprozess beschleunigt. Behandlungen biete ich mobil oder als Fernbehandlung an. Sei meines Hundes Freund und bist auch der meine. Indianische Weisheit. Dass es immer wieder ein Problem mit dem Stuhlgang hat, dass der unregelmäßig ist und oft viel zu weich. Und sie hätte einfach eine Frage gehabt, ob es der Katze bei ihr gut geht. Ursachen unter Energie ist der Magen. Und das, beziehungsweise das Stressmuster ist das Dreieck auserkommen. Braucht eine gelbe Futterschüssel oder einen gelben Teller. Sie braucht ihren Frieden, sie braucht ihr Stille, sie braucht einen Rückzugsort. Am besten wäre für die Katze unterm Küchentisch, also eine Katzenhöhle, bei den Vorderpfoten, bauchseitig da unten, habe ich die Faustspreiztechnik eben gemacht. Also sie hätte gern einmal in der Woche einen Fisch und einmal in der Woche lauwarme Milch mit einem Eidotter. Und das ein halbes Jahr lang. Ich habe dann kurz mal Danke gemacht, eben so quasi, ich bin eine Ästhet, das Auge ist mit, bitte klatscht mal das Essen überhaupt nicht nur so um, es muss alles optisch im gelb und schön angerichtet. Und beim Fressen, um das geht es glaube ich eben eher eine Verdauung, ich brauche Ruhe, ich möchte ungestört fressen, ich möchte allein fressen quasi. Das ist so ein ganz wichtiges Thema gewesen eben auch. Sie braucht ein weißes Katzenstreu, ein sauberes Kistall und es soll am besten im Bad bei der Wand stehen. Und ja, sie sagt dann eben auch, gebt mir Ruhe und Stille und ich werde dann auf euch zukommen.